und nervös, Manuel? 20%. So, Freunde, was geht ab? Ich bin auf dem Weg nach Frankfurt. Samstagabend. Philipp. Er freut sich auch. Hinter mir im Spiegelbild seht ihr. Das Office ist schon leer jetzt tatsächlich. Und jetzt geht's los. Ich höre gerade noch so ein bisschen Musik, während ich das Ticket noch schnell, das Flugticket auf mein Handy gezogen habe. Es ist Samstag, der 12. November. Und ich höre Loco Squad, ein bisschen Luciano, beziehungsweise jetzt gerade Nicky Santoro. Ich weiß ja nicht, was ihr für Musik hört, aber... Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Und deswegen, jetzt wird eingepackt. Patz. Und dann geht's zum Flughafen Tegel und ihr kommt mit. Und dann fliegen wir mal gemeinsam nach Frankfurt und machen mal ein schönes Live-Event. Das ist nämlich die Entrepreneur University, wo auch Alexander Hartmann sind, mit Matthew Mockridge ist auch da. Und da sind auch ganz, ganz viele coole Leute ansonsten vor Ort, auf die ich mich freue, die zu treffen. Das wird gut. Ja, vielleicht sehen wir uns oder vielleicht haben wir uns ja auch gesehen. Ja? Hätte mich gefreut oder würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn wir uns sonst beim nächsten Event sehen. Ja? Also einfach mal dranbleiben, einfach mal gucken, wann das nächste Mal was ist. Und jetzt sind wir gleich mal einfach direkt im Taxi. Danke dir. Einen schönen Tag dir noch. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn da los? Das ist die Skyline von Frankfurt am Main. Hier seht ihr es auch hinter mir nochmal ein bisschen besser. Wir sind nämlich gerade in der Suite vom Inside Euroteum. Und das, was ich so heftig hier finde, wir haben einfach eine Badewanne vor dem Fenster. So. Wie krass ist das denn? Ne? Jetzt hier noch irgendwie der verunstaltete Badezimmerbereich auch nochmal. In einer schönen Dusche. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und jetzt ist es Sonntag schon und wir sind auf dem Weg zum Event. Ja, also jetzt heißt es Entrepreneurs University, während hier Kani so ein bisschen Stress macht. Kani, es reicht jetzt. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen mal los. Guck mal, was passiert. Ne? Auch sehr krass hier mit dem Fenster. So, ich dachte erst so, nein, da kann man ja rausspringen. Aber da ist auch nochmal so eine Doppelverglasung, wo man dann nicht so rausfallen kann. Ja? Also ich hätte mir wahrscheinlich sonst aus Versehen auch noch wehgetan. Es ist so heftig, also ich bin so geschockt davon, einfach wie krass das einfach ist. Es ist, damn, habt ihr das mal gesehen? Die haben mir einfach so einen Ärger, einfach so. Du guckst einfach so, da arbeitest du so, und dann guckst du so da raus. Es ist so heftig einfach. Es ist so heftig. Und dann noch natürlich ein schönes weiches, weißes Bett, das ist der Wahnsinn. Also ich habe mega gut geschlafen heute Nacht und bin noch eine Nacht hier, werde heute Nacht nochmal gut schlafen. Aber jetzt, bevor ich schlafe, muss ich mir erstmal den Schlaf verdienen. Leute, ihr wisst ja, wie das ist. Deswegen heißt es jetzt Entrepreneur University. Phew. Gonzales. Ja, geil. Wie bei dir? Wie geht's hier? Auch. Wie fühlt es sich an, der Griff bei der Standbank? Ich liebe das. Ich bin das nur von Frauen gewohnt normalerweise. So. Was ist denn das? Das ist die asozialste Bande von allen hier. Guck mal, der Boy ist schon wieder am Telefonieren. Ja, ich mach mal kurz die Kamera aus, ja, und kümmere mich mal um meine Arbeit. Wir sehen uns gleich wieder, ja? Entwicklung der Technologie und so weiter.
Und es wird auch nicht ein Kernthema, aber ich werde es eben auch gut ansprechen, damit die Leute einfach verstehen, weil das eine meiner Grundpfeiler zum Beispiel ist auch, dass Wissen kostenlos ist. Und ich bin einfach der Meinung, wenn wir versuchen, Wissen zu verkaufen, dann versuchen wir, die Geschwindigkeit, mit der wir uns als Mensch entwickeln, zurückzuhalten, weil wir einfach eine Barriere reinsetzen, da wo jemand eine Lösung für ein Problem haben könnte. Und das ist eigentlich ziemlich asozial, oder? Zu sagen, hey, ich könnte dein Problem lösen, aber ich tue es nicht. Ich warte erst, bis du mir was gibst. Ja, und das finde ich, ein bisschen scheiße. Und deswegen, ist das nicht Wirtschaft? Ja, aber ich glaube, das ist schon, das ist legit. Ist das aber nicht der Grundpfeiler der Wirtschaft, dass man sagt, ich könnte dein Problem lösen und ich tue es, wenn du mir das... Du redest ja von einem Werteaustausch. Ja. Und ich glaube aber, dass der Austausch da beginnt, dass man selber erstmal 10 Pakete liefert, bevor man eins zurückerwartet. Und das ist deswegen... Ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Wissen kostenlos ist und Ideen. Also jede Geschäftsidee, die ich habe, die plärre ich raus. Jedes Wissen, was ich irgendwo habe, ich plärre das immer raus. Ich versuche einfach wirklich, und es ist schwer, weil es sind auch intime Sachen, die man ja im Leben hat, aber generell, ich versuche keine Geheimnisse zu haben und einfach wirklich übertrieben ehrlich zu sein auch. Und das macht es spannend, das Leben auf jeden Fall. Aber vor allem ist es halt auch geil, weil man muss umdenken, auch was Geschäftsmodelle zum Beispiel betrifft. Und das wird in Zukunft sowieso der Fall sein, weil das Wissen ist halt frei zugänglich, immer mehr auch. Also alles, wo du früher einen heftig teuren Coach irgendwo bezahlt hättest, kriegst du halt heute in den ersten 3 Google-Ergebnissen for free hinterhergeworfen. 400 Kilometer! Okay, ich merke, es ist okay, wow. Das ist das Tempo, Entschuldigung. Also, 500 Kilometer und mehr, ja, da geht meistens, da kommt ja alle aus einer Stadt oder wie. Motivation, wie können wir das? Motivation ist nichts anderes als, sind du? 100%. Wollen wir es als Energie 100%? Sind wir uns einverstanden? Energie und aus der Tür rausgehen und am besten schreien. Manuel sitzt immer noch an seiner Präsentation. Die wird bestimmt richtig gut. Nimmt sich mega viel Zeit für die PowerPoint. Dieser Moment, wenn die Präsentation auf dem Weg auf die Bühne gerade fertig wird. Und nervös, Manuel? 20% Grundnervosität ist immer da bei Bühne. Timer, erste Reihe, guck mal ein bisschen nach rechts, da ist ein Timer. 5 Minuten, so.